Grüß Gott und herzlich willkommen zu Katholisch 1 TV. Heute mit einer Schwerpunktsendung rund um die Ulrichswoche, die am gestrigen Samstag mit der Reponierung des Ulrichschreins zu Ende gegangen ist. In einer feierlichen Prozession wurden die Gebeine des Bistumspatrons wieder in die Krypta zurückgetragen. 9 Tage lang sind die Gläubigen zu Ehren des heiligen Ulrich nach Augsburg gepilgert. Zum 60-jährigen Jubiläum der Ulrichswoche gab es eine Mischung aus Neuem und Altbewährtem. So kam auch dieses Jahr, ganz traditionell, ein Bischof aus einer anderen Diözese als Festgast nach Augsburg. Zahlreiche Priester, Diakone und ein Ehrengast. Die Messe mit Erzbischof Heiner Koch, der eigens für die Ulrichswoche aus dem Bistum Dresden-Meißen angereist war, zog am Tag der Priester und Diakone zahlreiche Geistliche an. Genauso wie das Thema, das der Erzbischof für den anschließenden Vortrag im Gepäck hatte. Die pastoralen Herausforderungen von Ehe und Familie im Kontext der Evangelisierung. Wir müssen tatsächlich das christliche Bild von Ehe, das uns von Christus anvertraut ist, einfach lebendig und hochhalten zunächst einmal. Dass es eine reelle Lebensmöglichkeit ist, die dem Menschen gut tut, die jetzt nicht von außen aufoktroyiert wird, sondern die eine Lebensfülle verheißt. Zweitens, gerade weil es nicht mehr selbstverständlich ist, müssen wir junge Paare auf den Weg begleiten. Koch ist derzeit apostolischer Administrator von Dresden-Meißen. Mitte September wird er als Erzbischof von Berlin in sein Amt eingeführt. Als Vorsitzender der Kommission Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz vertritt er die deutschen Bischöfe bei der Familiensynode im Herbst in Rom. Mit Bischof Konrad Staser an der Spitze setzte sich der Zug der Männerwallfahrt um kurz nach 7:30 in Bewegung. Die Männerwallfahrt mit ihren knapp 1000 Teilnehmern bot ein beeindruckendes Bild mitten in der Augsburger Innenstadt. Aber das ist nur ein Grund für die Männer, regelmäßig daran teilzunehmen. Mich freut es jedes Jahr, dass wir da teilnehmen können. Und dass wir gesund sind, dass wir mitkommen können, das ist wichtig. Und wenn Sie dann erleben, eine Kirche voll mit Männern, die das Ulrichslied miteinander singen und die Ulrichsbläser, das gibt ein anderes Gefühl. Das klingt schon anders, als man das normalerweise im Gottesdienst kennt. Und das finde ich immer sehr, sehr berührend und sehr positiv. Weil das einfach Tradition ist. Das ist eine Verinnerlichung im Glauben. Aus dem ganzen Bistum und darüber hinaus sind die Männer hierher gekommen, um sich gemeinsam auf zur Basilika zu machen. Auf dem Weg wechseln sich Lieder mit Gebeten ab. Nach knapp einer halben Stunde Fußmarsch kamen die Pilger dann an ihrem Ziel an. Bischof Konrad würdigte zunächst die große Zahl der Teilnehmer an der Männerwallfahrt. Eine so prall gefüllte Kirche gab es in diesem Jahr der Ulrichswoche noch nicht. Der Bischof blickte auch noch einmal auf das Leben des heiligen Ulrich zurück und verwies damit auch auf das Motto, das für die diesjährige Ulrichswoche gewählt wurde. Das ist schon ein Geschehen im Heiligen Geist. Denn wir tun Dinge, gerade wenn wir sie im Dienst tun, in unserem Amt tun, daran glaube ich und darauf hoffe ich, die wir nicht von uns selber haben, sondern die aus dem Geist Gottes kommen. Und da war das diesmal angesagt, dieses Thema, das immer angesagt ist, denn im Kreuz ist wirklich Heil, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung. Das Motto der diesjährigen Ulrichswoche wurde bei der Männerwallfahrt mit Leben gefüllt. Es dämmerte noch, als die Frauen zum Augsburger Dom strömten. Aus dem ganzen Bistum waren sie gekommen, um sich gemeinsam mit Weihbischof Florian Wörner auf dem Weg zum heiligen Ulrich zu machen. Vorbei am Rathaus und durch die Maximilianstraße, die in diesen frühen Morgenstunden noch völlig ruhig dalag. Doch gerade diese Stille ist für die Frauen etwas ganz Besonderes. Die Stadt erwacht zum Leben. Es ist noch recht ruhig in der Stadt. Und an den heutigen heißen Tagen sehr kühl noch. Es ist mir einfach ein Anliegen, dass ich zum heiligen Ulrich zur Wallfahrt gehe. Und ich bin so gut wie jedes Jahr hier. Und wenn man vielleicht dann irgendein Anliegen mitbringt, dann tut einem das gut, wenn so viele gemeinsam im Glauben da unterwegs sind. Die Frauenwallfahrt hat in Augsburg eine lange Tradition. Bereits seit 1947 kommen jedes Jahr Frauen zusammen, um auf dem Weg zur Ulrichsbasilika auch für den Frieden in der Welt zu beten. Zum Abschluss ihrer Wallfahrt feierten die Gläubigen einen Gottesdienst in St. Ulrich und Afra. Der heilige Ulrich war viel unterwegs. Er reiste zu den Menschen, hörte sich ihre Sorgen und Nöte an und betete mit ihnen. Und so hätte es ihm wahrscheinlich gefallen, bei einem Fest, das ihm zu Ehren gefeiert wird, herumzureisen. Das ist dieses Jahr bei der Ulrichswoche zum ersten Mal geschehen. Einmal Otto Beuren und zurück. Das war Mittwoch.
In Augsburg ist Ulrichswoche und Ulrich ist nicht da. Zum ersten Mal nach 1000 Jahren wurden seine Gebeine nach Otto Beuren gebracht. Am Mittwochvormittag feierte Bischof Stasa zusammen mit Wallfahrern aus dem Allgäu, Ordensleuten und Missionaren eine Messe. In seiner Predigt forderte Stasa, ganz im Sinne des heiligen Ulrich, der sich immer für Menschen in Not eingesetzt hatte, mehr Unterstützung für Flüchtlinge aus aller Welt. Nach dem Gottesdienst segnete Bischof Stasa die Gläubigen mit dem Ulrichskreuz. Genau um 7 Uhr abends hieß es dann, Jugend trifft Ulrich. In der Basilika versammelten sich Fahnenabordnungen von BDKJ und Landjugend zusammen mit anderen Gläubigen zu einem besonderen Gottesdienst, der von 3 Chören aus der Pfarreiengemeinschaft Memmingen zusammen mit der Jugendband von St. Josef musikalisch gestaltet wurde. Memmingens Dekan Ludwig Waldmüller schlug in einer unkonventionellen Predigt eine Brücke von Ulrich, der vor 1000 Jahren lebte, zu den Jugendlichen heute. Ich glaube, dass er ihnen zeigen kann, um meine eigene Predigt zu zitieren, dass er ein Hingucker ist, einer, der wirklich drauf geschaut hat, was los ist, wo die Not ist, ein Anpacker, der dann hingelangt hat und was getan hat und ein Fürbitter, der für die anderen gebetet hat und auch heute noch für uns bittet. Und ich glaube, dass das ein großes Vorbild ist. Also ich glaube, wir alle müssen Leute sein, die hinschauen, die dann auch was tun, aber die das Ganze auch ins Gebet nehmen. Der Ausflug des heiligen Ulrich nach Otto Beuren war lange geplant worden. Und dieser neue Akzent in der Ulrichswoche hat hier große Freude ausgelöst. Es war noch viel schöner, als ich mir es vorgestellt habe. Ja, man plant, man hat vieles im Kopf, habe ich an alles gedacht. Und manchmal gibt es kleine Zufälle. Zum Beispiel beim Gottesdienst heute Morgen, was mich immer besonders freut, waren 7 Klassen von der Grundschule da. Und die waren deshalb da, weil es geregnet hat. Und deswegen sind die Bundesjugendspiele ausgefallen. Und dann sind die Kinder zu uns gekommen und haben um den Kreis gebildet, um den Ulrich, und haben ihm ein Ständchen dargebracht, ein Lied gesungen. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn es herrliches Wetter gewesen wäre. Also das sind so kleine Dinge, die man nicht plant und die den Tag natürlich ungemein verschönert haben. Ich glaube, für viele Menschen hier im Allgäu ist Augsburg weit weg. Und da war es gut, dass der heilige Ulrich halt zu uns gekommen ist. Am Ende dieses langen Tages in Otto Beuren wurde der heilige Ulrich verabschiedet und wieder sicher verpackt nach Augsburg zurückgefahren. Wo er auch gut wieder angekommen ist. Schließlich ging das Programm am Donnerstag weiter. Jeder Tag der Ulrichswoche hat verschiedene Themenschwerpunkte. Die unterschiedlichsten Gruppen sollen dadurch angesprochen werden. Pfarrhaushälterinnen genauso wie Menschen mit Behinderungen oder wohnungslose und bedürftige Bürger. Keiner soll vergessen werden. Am Donnerstag standen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Am Samstag versammelten sich Ministranten und die Augsburger Stadtpfarreien. Bunt und lebendig war die Ulrichswoche. Der Donnerstag der Ulrichswoche stand ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen. Weihbischof Anton Losinger feierte am Vormittag gemeinsam mit rund 400 Schülern aus den Schulen des Schulwerks ein Pontifikalamt in der Basilika. Der Chor des Marianums Buxheim übernahm die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes und sorgte für ein echtes Klangerlebnis. Im Anschluss standen dann die ganz jungen Menschen im Mittelpunkt. 400 Kinder aus katholischen Kitas der Diözese wurden von Weihbischof Florian Wörner zur Kinderwallfahrt begrüßt. Die Kinder, die sogar bis von Füssen aus nach Augsburg gekommen waren, hatten sich mit selbstgemachten Plakaten und Ulrichskreuzen auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Der Umzug rund um die Basilika musste wegen Regens allerdings verkürzt werden. Ganz anders sah das Wetter schon wieder am Samstag aus, als sich die Gläubigen aus den Augsburger Stadtpfarreien zum gemeinsamen Gottesdienst trafen. Auch wenn bei dieser Wallfahrt nur ein sehr kurzer Weg zurückzulegen war, der Wunsch, den heiligen Ulrich zu ehren und gemeinsam den Glauben zu bekennen, war genauso groß wie bei allen anderen Wallfahrten. Die Messe für die Gläubigen der Stadtpfarreien war eine von insgesamt 25 großen Gottesdiensten, die bei dieser 60. Ulrichswoche seit 1955 gefeiert worden sind. Jeden Tag konnten sich die Gläubigen außerdem mit dem Ulrichskreuz segnen lassen. Eine außergewöhnliche Möglichkeit, dem heiligen Ulrich ganz nahe zu kommen. Viele Menschen machten im Laufe der Woche Gebrauch davon und ließen sich diesen Segen geben. Am letzten Tag der Ulrichswoche war dann auch Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Ganz maßgeblich an den Vorbereitungen und der Organisation war Pfarrer Ulrich Lindl beteiligt. Er war selbst einmal Kaplan in St. Ulrich und Afra, ist daher der Ulrichswoche schon immer eng verbunden. Die Gottesdienste waren sehr gut besucht. Die Menschen haben sich in großer Zahl begegnet und wir stärken uns
im Glauben, ja, miteinander. Jeder hat so seinen eigenen Glaubensweg, aber wir spüren bei solchen Wochen, wie zum Beispiel jetzt dieser Ulrichswoche, dass wir miteinander auf dem Weg sind und uns gerade gemeinsam als Christen begleiten und im Glauben stützen. Und das ist ganz einfach ein Grund großer Dankbarkeit all denen, die diese Ulrichswoche vorbereitet und ermöglicht haben. Und ein großes Danke einfach auch dem heiligen Ulrich, dass er nach wie vor die Menschen einfach anzieht. Neben Pfarrer Lindl war auch Kaplan Martin Risk in die Vorbereitungen eingebunden. Für ihn war die Reise des heiligen Ulrich nach Ottobeuren besonders beeindruckend. Mich persönlich hat die Reise nach Ottobeuren sehr gefreut. Ich durfte ja mitfahren im Auto nach Ottobeuren, den heiligen Ulrich dorthin bringen und am Abend wieder zurück. Ja, es war schon ergreifend, mit dem heiligen Ulrich unterwegs zu sein, zu den Menschen hin nach Ottobeuren, und gerade dort, als wir angekommen sind und eigentlich ganz Ottobeuren schon vollgeparkt gesehen habe, da konnte man dann schon erahnen, dass viele Menschen kommen, und es war wirklich sehr schön, dass die Basilika in Ottobeuren bis auf den letzten Platz gefüllt war. Voll und bunt wurde es beim Ministrantentag, der unter dem Motto Color Your Faith, gib deinem Glauben Farbe, stand. Aus dem ganzen Bistum waren rund 1000 Mädchen und Buben zum heiligen Ulrich gekommen. Viele Helfer standen zur Verfügung, damit sowohl hier vor dem Gottesdienst und auch später zum Blind Date alles klappte. Eine Kirche voll mit jungen Menschen sei ein großes Zeichen der Hoffnung, sagte Stadtpfarrer Lothar Hartmann zur Begrüßung. Und Domdekan Bertram Meyer fügte später hinzu, die Kirche ist jung. Stellvertretend für die vielen Ministranten, die an diesem Tag hierher gekommen waren, haben wir Ministranten aus der Pfarreiengemeinschaft Neuses gefragt, warum sie eigentlich ministrieren. Man erlebt mit jedem Pfarrer einfach einen anderen Gottesdienst, und der ist nicht ganz gleich wie der Unterricht jetzt, der Schulunterricht. Mir gefällt es, dass man da so eine besondere Verbindung zu Gott hat und einfach auch noch andere Menschen noch richtig trifft, also ja. Dass man so eine ganz besondere Bindung zu Gott bauen kann. Ich finde, es macht echt viel Spaß, und ich finde es eigentlich cool. Ich bin erst zur Kommunion im April gekommen, und mir macht es Spaß, dem Pfarrer zu helfen. Ministrant sein bringt also Spaß, und es ist cool. Und es ist wahrhaft ein liturgischer Dienst. Auch darin liegt die Zukunft der Kirche. Der Brand im Kloster Maria Medingen hat große Betroffenheit ausgelöst. Das und noch mehr über die Ulrichswoche sehen Sie gleich. Jetzt aber erst einmal die Kurznachrichten. Die Frage um eine neue Heimat für das Augsburger St. Vinzenz Hospiz ist möglicherweise geklärt. Der Neubau soll Presseberichten zufolge bei St. Martin in Oberhausen entstehen. Der Pfarrgemeinderat habe dafür gestimmt, das Pfarrheim und den Garten dem Hospizverein anzubieten. Für den geplanten ebenerdigen Neubau müsse das Pfarrheim allerdings abgerissen werden. Es soll aber einen Saal geben, den die Pfarrgemeinde mitnutzen könne, so Domkapitular Armin Zürn, erster Vorsitzender des St. Vinzenz Hospizes Augsburg. Die Lösung, das Hospiz in Oberhausen unterzubringen, komme, so heißt es, auch der Pfarrei entgegen, da die katholische Gemeinde von St. Martin stark schrumpfe und absehbar hohe Sanierungskosten für das Pfarrheim anfallen würden. Mit Maria die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Unter diesem Motto findet am kommenden Sonntag ein großer Gebetstag in Marienfried bei Pfaffenhofen an der Roth statt. Los geht es bereits um 6 Uhr mit einer Frühmesse. Um 10 Uhr feiert Bischof Konrad Staser mit den Gläubigen ein Pontifikalamt. Bereits am Vorabend lädt Marienfried zu einer Gebetsnacht mit Lichterprozession und Mitternachtsmesse ein. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.marienfried.de. Weihbischof Anton Losinger hat am Schulwerkstag der Ulrichswoche den Petrus-Canisius-Preis verliehen. Diese Auszeichnung würdigt besonderes Engagement von Schülern, Lehrern und Eltern, die sich für die Gemeinschaft und die Gestaltung des schulischen Lebens einsetzen. In diesem Jahr wurden Schulen aus Schrobenhausen, Dillingen und Kaufbeuren mit dem Canisius-Preis ausgezeichnet. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass Schule heutzutage einer der wichtigsten Faktoren ist für die Vermittlung der Ideen und auch der Glaubensüberzeugungen, die wir in der Kirche leben wollen, weil wir eben in der Schule immer noch die größte Breitenwirkung in der Begegnung mit jungen Menschen haben. Deswegen würde ich sagen, für den Religionsunterricht,
für die Idee katholischer Schulen zu kämpfen, das ist heutzutage eines der wichtigsten Anliegen der Kirche. Der Canisius-Preis wurde in diesem Jahr zum 4. Mal verliehen. Teilnehmen können alle 38 Schulwerksschulen der Diözese, die insgesamt rund 20.000 Schüler besuchen. Die Arbeiten der Preisträger in diesem Jahr beschäftigten sich vor allem mit sozialen Projekten. Einen ausführlichen Bericht über den Canisius-Preis 2015 können Sie auf unserer Homepage www.katholisch1.tv sehen. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Bericht über den Brand im Kloster Maria Medingen, bei dem eine Schwester ums Leben kam und Sachschaden in Millionenhöhe entstand. Jetzt brauchen die Ordensschwestern dringend Unterstützung. Außerdem waren wir bei der Hirtensegnung in Oberstdorf mit dabei. Also bleiben Sie dran. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche. Wir machen Mut zum Leben. KJF. Durch den Großbrand im Kloster Maria Medingen bei Dillingen wurden in der Nacht auf Montag nicht nur die Gebäude, sondern auch die Gemeinschaft der dort lebenden Franziskanerinnen schwer getroffen. Denn bei dem Brand kam die aus Olching stammende 78-jährige Ordensschwester Gertrud Lehmer durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben. Der Sachschaden an den historischen Gebäuden wird wohl in die Millionen gehen. Für die Dillinger Franziskanerinnen ist es ein schwerer Schock, den sie erst noch verarbeiten müssen. Auf der Homepage des Ordens danken die Schwestern allen, die ihnen mit Taten, Worten und Gebeten geholfen haben und auch jetzt beistehen. Rückblick. Am Sonntag kurz vor Mitternacht brach das Feuer in der Sakristei des Klosters Maria Medingen aus und griff auf Kapelle und Wohngebäude über. Eine 78-jährige Ordensschwester kam durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben. Die Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Notfallseelsorge waren mit rund 300 Personen im Einsatz. Gestern um 23.45 Uhr ist über Notruf bei der integrierten Leitstelle Augsburg der Anruf eingegangen, dass es im Kloster Medingen brennt. Die ersteintreffenden Kräfte haben einen Vollbrand der Sakristei festgestellt. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Momentan sind Nachlöscharbeiten im Gange. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen wurde eine leblose Person im zweiten Obergeschoss aufgefunden, die leider nicht mehr reanimiert werden konnte. Die rund 30 Franziskanerinnen wurden vorübergehend in einer Turnhalle betreut. Zwei leicht verletzte Schwestern kamen ins Krankenhaus. Aufgrund des weitläufigen und verwinkelten Gebäudes hätten sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet, so die Feuerwehr. Eine versehentlich nicht gelöschte Kerze in der Sakristei war nach Aussagen der Polizei vermutlich die Brandursache. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Das Unglück löste nicht nur im Raum Dillingen große Betroffenheit aus. Auch der Augsburger Bischof Konrad Staser brachte am Montag bei einem Gottesdienst im Rahmen der Ulrichswoche seine Anteilnahme und sein Mitgefühl zum Ausdruck. Wir wollen ihrer gedenken, das habe ich der Schwester versprochen, dass wir in besonderer Weise auch in diesem Gottesdienst an sie denken. Und das ist ein Gedenken nach dem Sinne unseres Bistumsheiligen, des heiligen Ulrich, der ein Herz hatte für alle, nicht zuletzt für die Geplagten, Bedrückten und die Armen. Der Sachschaden an dem historischen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. Die Margaretenkapelle ist fast gänzlich zerstört, das Kloster derzeit noch unbewohnbar. Die Schwestern sind in Nebengebäuden untergebracht und bitten um Geldspenden. Dazu wurde ein eigenes Konto bei der Sparkasse Dillingen eingerichtet. Der Tag der E-Jubilare ist eine feste Institution während der Augsburger Ulrichswoche. Das zeigt allein der Zuspruch. Rund 350 Paare haben sich in diesem Jahr in Augsburg getroffen, um gemeinsam mit Bischofsvikar Bertram Mayer eine heilige Messe in St. Ulrich und Afra zu feiern.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde jedes Paar noch einmal einzeln gesegnet. Das ist für die Jubelpaare stets der Höhepunkt des Tages. Bereits im Vorfeld haben wir das Ehepaar Schmid getroffen. Beide sind bereits seit 68 Jahren verheiratet und damit das am längsten verheiratete Paar unter den diesjährigen Jubilaren. Herr Schmid, Frau Schmid, Sie sind seit 68 Jahren verheiratet. Als erstes interessiert mich natürlich, was ist denn Ihr Rezept für eine lange und vor allem für eine glückliche Ehe? Tolerant und Diplomatie. Das müssen Sie mir erklären. Ja, wenn man nicht tolerant ist, dann hackt man aufeinander rum. Dann meint der eine so und der andere so. Und so, ich bin ein sehr toleranter Mensch. Wie soll ich sagen? Einfacher Optimist. Ja, und wenn man nicht tolerant ist und wenn man nicht diplomatisch ist, dann funktioniert das nicht so gut. Sie hat die ganzen Jahre, wenn irgendwas war, hat sie gemanagt. Aber jetzt die letzte Zeit, ich weiß es nicht, ist sie etwas stur geworden. Er ist ein Petant, ja, also, und ich bin großzügig. Ja. Da hat sie es ausgeglichen. Und da muss so man, ja, kann man sagen, dass sich Gegensätze dann ausgleichen anziehen. Ja, und genau. Und das war das Rezept. Ja, ja. Sie haben sich kennengelernt, da waren Sie 23, Sie, Herr Schmid, waren 21. Wie hat das Ganze denn dann seinen Lauf genommen? Wir wohnten gegenüber und ich war sehr viel daheim. Hab gemalt, ich habe sogar damals Uhren gerichtet, obwohl ich keine Ahnung hatte. Und ihre Mutter hat mir immer zugeschaut und so weiter. Und hat sie zu ihr gesagt, ich glaube, hast mir du erzählt oder so, oder hat sie was selber gesagt? Du, das ist ein braver Mann, der ist viel daheim. Das und ist so ein lieber Bub. Ein lieber Bub, hat sie gesagt. Ja. Und dann hat sie sowas sein müssen, gerade die eine. Sie haben es ja gerade erklärt, die Situation. Sie haben 1947 geheiratet, ja, direkt nach dem Krieg. Sie haben fast 7 Jahrzehnte jetzt miteinander verbracht. Sie haben viele Höhen erlebt, kann ich mir vorstellen. Ja. Auch die Geburt ihrer Tochter Monika, die Geburt der Enkelin. Sie haben aber sicherlich auch viele Tiefen hinter sich. Wie verändert sich denn so eine Ehe in ja, fast 7 Jahrzehnten? Mei, verändern? Ein bisschen sturer ist meine Frau. Nein, es ist so. Ich bin ein Mensch, der gern Schwierigkeiten aus dem Weg geht. Und das habe ich eigentlich mein Leben lang gemacht. Habe einfach dann, naja, es ist schon so und dann nehme ich das so hin. Und jetzt, in den letzten Jahren, habe ich meine eigenen Gedanken und meine eigenen Vorstellungen. Und da kommt er nicht recht mit. Ja, ich muss auch dran denken, dass wir beide alt sind. Wir gehen beide auf den 90er bzw. drüber. Und da ist man so. Aber muss man dran arbeiten, in so vielen Jahren immer wieder zueinander zu finden? Ja. Ja. Wie schafft man das? Ja, man muss, wie gesagt, tolerant und Diplomatie. Sie erzählen jetzt von schlechteren Zeiten, aber auch von schöneren Zeiten, wenn ich an die Hochzeit denke. Welche Rolle spielt denn Gott in Ihren Ehejahren? Sehr große. Ja, vor allem, ich muss jetzt, ja, Gott, ja. Aber für mich ist die Mutter Gottes diejenige, da gibt es zum Beispiel in Augsburg die Gnadenmutter Gottes. Und das ist für mich die Bezugsperson. Wenn er ab und zu mal nicht so gnädig mit mir umgeht, dann sage ich, mein Gott, Gnadenmutter Gottes, tu mir den Knoten wieder lösen, ich kann's nicht. Herr Schmid, wie wichtig ist es denn, dass man eine Ehe mit Gott geht? Schon ganz wichtig, schon ganz wichtig. Wir gehen in die Kirche, wir glauben dran, dann, wenn es heißt, gebt euch einander die Hand, Friede und so weiter, ist für uns wichtig. Wir gehen heim oder man fühlt sich doch Gott näher. In den vergangenen Sendungen haben wir die Basilika St. Ulrich und Afra näher vorgestellt. Heute im dritten Teil unseres Porträts steht die evangelische St. Ulrichskirche im Mittelpunkt. Beide Kirchen spiegeln die Stadtgeschichte Augsburgs wider. Während St. Ulrich und Afra viele Jahrhunderte den Benediktinermönchen als Klosterkirche diente, war der Bereich, den wir heute als evangelische Ulrichskirche kennen, die Kirche für das Volk.
Eine spannende und vor allem wechselvolle Geschichte, die gleichzeitig die Geschichte der Reformation in Augsburg ist. Beide Kirchen sind miteinander verbunden wie siamesische Zwillinge. Und verbunden sind sie auch in ihrer jahrhundertelangen Geschichte. St. Ulrich und Afra war die Klosterkirche der Benediktinermönche. Die Entstehung der heute evangelischen Ulrichskirche fand parallel dazu statt, wie uns Pfarrer Frank Kreiselmeier erklärt. Es war die Eingangshalle, in der sich die Pilger, die zu den Heiligengräbern gekommen sind, aufgehalten haben, in der die Devotionalien kaufen konnten, also Andenken an ihre Wallfahrt hier nach Augsburg oder Ulrichskreuze und noch andere Dinge. Und in dem sie sich auch Essen und Trinken kaufen konnten, weil die auf dem langen Weg hierher natürlich auch hungrig waren, bevor sie dann rübergegangen sind und an den Gräbern der Heiligen gebetet haben. Das war der Ursprung eigentlich. Und später wurde daraus dann eine Predigtkirche für die Gemeinde, die entstanden ist. Um das Kloster herum haben sich Menschen niedergelassen, die wollten auch Gemeindegottesdienst hier feiern und dann wurde das hier sozusagen die Gemeindekirche. Nach Martin Luthers Aufenthalt in Augsburg wurde die Kirche evangelisch. Im Dreißigjährigen Krieg wurden die evangelischen Pfarrer vertrieben, die Ulrichskirche 10 Jahre lang geschlossen und komplett leergeräumt. Als die evangelische Gemeinde ihre Kirche wiederbekam, musste St. Ulrich ganz neu gestaltet werden. Das war um 1648. Auch im Jahr 1708, als der Dachstuhl beinahe eingestürzt wäre, wurde der Kirchenraum noch einmal deutlich verändert. Ins Auge sticht zum einen der Bilderzyklus an den Emporen mit biblischen Szenen, im Inhalt typisch, in ihrer künstlerischen Qualität eindrucksvoll und außergewöhnlich. Im Altarbild spiegelt sich das protestantische Verständnis des Abendmahls wider. Dargestellt ist die Segnung des Kelches. Der Altar entspricht den generellen Empfehlungen Martin Luthers für die Altargestaltung. Prunkstück der Ausstattung ist die riesige Kanzel, auch ein Symbol dafür, dass das Wort, die Predigt, einen hohen Stellenwert hat. Eine Besonderheit, die es bestimmt nirgendwo sonst gibt, entdecken wir, als Pfarrer Kreiselmeier uns die Agneskapelle zeigt. Sie wurde bereits im Jahr 1067 geweiht und führt uns weit zurück in die Anfänge der Augsburger Benediktinerabtei. Und vielleicht wird hier bald ein Stück ökumenische Geschichte geschrieben. Es gab hier 3 Durchgänge, also 2 schmale kleine Portale und dann ein großes Portal, das Hauptportal gewissermaßen, durch das die Pilger in die Kirche kamen. Das wäre und war dort hinter dem Hauptaltar, wo jetzt der Hauptaltar steht. Von der katholischen Basilika aus kann man das auch noch sehen. Und dann gibt es eben noch 2 kleinere Durchgänge, einen in der Agneskapelle und einen dazwischen, der jetzt mittlerweile in eine Putzkammer führt. Und einen dieser Durchgänge wollen wir wieder öffnen. Gemeinsam mit der katholischen Gemeinde nebenan gibt es den Plan, dass wir einen Durchgang, der uns dann in die Agneskapelle führt, also sozusagen in den ältesten Teil des ganzen Ensembles, dass wir den wieder öffnen und dann diesen Ort dann auch gemeinsam nutzen, miteinander da ökumenisch feiern. Die evangelische Ulrichskirche und die katholische Ulrichsbasilika. 2 Kirchen mit einer Geschichte. Zusammen bilden sie ein einzigartiges Ensemble, Symbol für ein ökumenisches Miteinander in Augsburg. Vielleicht in Zukunft noch viel mehr. Für uns Menschen war der meteorologische Sommeranfang in diesem Jahr bereits am 1. Juni. Und seit gut 2 Wochen spüren wir das auch in Sachen Sonne und Temperatur. Für das Jungvieh in den Oberstdorfer Bergen hat der richtige Sommer jedoch erst vergangene Woche begonnen. Denn bei der sogenannten Alpfahrt sind die Vierbeiner von ihren Vorweiden auf die Hochalpen, also ihre Sommerresidenzen, getrieben worden. Bis zum Viehscheid im September werden sie dort im Gelände die Bergkräuter genießen. Bevor es allerdings losging, wurden sowohl die Vier- als auch die Zweibeiner am Abend zuvor gesegnet. Und wir waren bei dieser Segnung von Mensch und Tier dabei. Ein klarer Morgen, 5 Uhr früh. Es ist noch dunkel im Stillachtal bei Oberstdorf. Nur das Geläut der Glocken und Schellen ist gut zu hören. Die ersten Alpen machen sich auf den Weg, begleitet von ihren Hirten. Insgesamt sind es über 900 Jungtiere, die heute auf die Berge hinaufziehen. Zwischen 8 und 18 Kilometern Strecke liegt nun vor den Herden. Dazu kommen 300 bis 400 Höhenmeter. Rückblick, der Abend vorher. Pfarrer Peter Guckenberger hat sich mit einem Teil der Hirten im Tal verabredet. Er wird Mensch und Tier segnen. Es ist hier eine lange Tradition, am Tag oder am Abend vor der sogenannten Bergfahrt, wenn also Tiere dann von der Voralpe auf die Hochalpen hinaufgeziehen, dass man den kirchlichen Segen gemeinsam erbittet.
Als ich vor 21 Jahren das erste Mal hier war, habe ich mir überlegt, wie macht man denn eine Viehsegnung? Und dann habe ich mir gedacht, noch wichtiger als die Tiere oder genauso wichtig sind die Hirten. Denn ihre Arbeit soll vom Segen Gottes begleitet sein. Und hier in Oberstdorf, da spürt man noch, was für eine Bedeutung ein Hirte hat und hat also einen ganz großen Respekt vor der Arbeit der Hirten. Und so werden also nicht nur die Vier, sondern auch die Zweibeiner in den Segen eingeschlossen. Den Hirten ist das wichtig. Sie wollen, wie sie sagen, Gott mit hinaufnehmen auf die Alpe. Ein gemeinsames Gebet lässt die Gedanken bereits an morgen und an die kommenden Wochen schweifen. Bis zum 12. September, dem Tag des Oberstdorfer Viehscheids, werden sie alle hier in den Bergen sein. Aufgeteilt in 5 verschiedene Alpen. Das sind die Oberstdorfer Galtalpen und die sind aufgeteilt in 5 Berge. Das ist die Alpe Rappenalp, Biberalp, Haltenwang, Taufersberg und die Alpe Bierenwang. Und am Morgen um 5 Uhr startet bei der Hussa, da geht der erste Berg und dann geht einer nach diesem weg. Und um 5:45 geht der letzte Berg, die Alpe Rappenalpe, im Eubele, im Dorf, dann weg auf ins Tal hinterher. Da heißt es früh aufstehen am kommenden Morgen. Doch das sind sowohl die Tiere als auch die Hirten gewohnt. Heute Abend aber können alle noch einmal entspannt die letzten Sonnenstrahlen im Stillachtal genießen. Das Vieh verteilt sich auf der Vorweide. Es ist eine ruhige und friedliche Atmosphäre. Die Vorfreude jedoch liegt bereits in der Luft an diesem besonderen Abend der Hirten- und Viehsegnung. Ein guter Alpsommer ist, wenn es dem Vieh gut geht. Das heißt, das kann auch einmal regnen. Ein Regen schadet dem Vieh nicht. Zum Beispiel so ein heißes Wetter wie jetzt, das ist für das Vieh eigentlich nicht so schön. Gell? Und das verkennen die Leute oft. Und für uns ist ein guter Alpsommer einfach, wenn es dem Vieh gut geht, wenn sich das wohlfühlt. Gell? Und nachher, wichtig ist natürlich, dass das Vieh einfach wieder gesund zurückkommt. Aber irgendwo Zwischenfälle wird es alle geben. Gell? Das sind im täglichen Leben darum. Nun schnell noch für den Weg nach oben rüsten. Ein Schluck kühles Nass ist immer gut. Nicht nur bei den Hirten, auch bei den Tieren ist die Aufregung zu spüren, als wüssten sie ganz genau, was vor ihnen liegt. Dieser Vierbeiner hier geht aber lieber noch mal auf Nummer sicher und holt sich schnell seinen ganz privaten Einzelsegen ab. Als Pfarrer wird ich sehr ernst genommen. Und das größte Lob ist, wenn die Hirten sagen, Pfarrer, du bist ja auch sowas wie ein Hirte. Und das ist eigentlich genau das, was es ist. Aber wir denken natürlich dran, wir alle haben miteinander einen Hirten. Das ist der gute Hirt. Und dem vertrauen wir Menschen und Tiere an und bitten darum, dass Gottes Segen diesen Bergsommer begleiten möge. Alle hier hoffen an diesem Abend auf einen möglichst reibungslosen Alpsommer. Den Segen Gottes haben Mensch und Tier auf jeden Fall schon bekommen. Er soll sie begleiten, wenn es morgen in aller Früh losgeht, hinauf auf die Oberstdorfer Berge. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch nächsten Sonntag wieder einschalten. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.